Na gut, dann mache ich auch nochmal als Teilnehmer, spreche also nur für mich. Und das hatte ich letzte Woche irgendwie auch schon angesprochen, aber ich bin immer noch nicht schlauer und ich würde mich freuen, wenn auch hier jemand noch dazukommen würde, weil ich habe ein Problem, ich weiß nicht, warum ich wählen soll. Und ich hätte gerne mal jemanden, der mir erklären soll, warum ich wählen soll. Denn mein Problem ist, ich habe so ein bisschen den Glauben an dieses Wahlsystem verloren, nachdem ich viele, viele Jahre meines Lebens immer wieder brav zur Wahl gegangen bin und das, was vor den Wahlen gesagt wurde, nach den Wahlen irgendwie alle vergessen hatten. Und unsere Bundeskanzlerin ja auch neulich erzählt hat, das, was vor den Wahlen gesagt wird, muss nach den Wahlen keine Gültigkeit haben. Deswegen bin ich da so ein bisschen ratlos. Wenn das so ist, wenn die Politiker schon sagen, es ist egal, was du willst, wir machen eh, was wir wollen, warum soll ich dann wählen gehen? Und letzte Woche kamen dann so ein paar Vorschläge, ja, also wenn du jemanden wählst, dann kriegt der irgendwie 5 Euro für die Stimme. Und dann denke ich mir, ja, aber wessen Geld ist denn das? Das ist ja dann irgendwie auch wieder Steuergeld. Letztendlich bin ich dann irgendwie auch wieder Steuergeldverschwender, denn die Partei, die ich wähle, die wird wahrscheinlich nach der Wahl auch wieder nicht das machen, was sie vor der Wahl gesagt hat. Also kann mir irgendjemand helfen, der hier steht? Es sind doch bestimmt Leute, die zur Wahl gehen und das toll finden. Und irgendjemand könnte mir doch helfen. Ja, hier, da, nimm doch das Mikro. Also das kann ich dir gut erklären. Super. Ich gehe mal davon aus, dass du für den Frieden bist, weil du hier ja bist. Frieden finde ich super, ja. Gut, dann ist die Antwort ganz einfach. Dann wählst du erstmal keine Partei, die für den Krieg sind. So einfach ist das. SPD, CDU und die Grünen scheiden aus, denn die haben schon Krieg geführt. Ja, super. Ja, danke. Das ist zu der Erkenntnis bin ich auch schon gekommen. Sehr schön, danke. Dann kommt die zweite Erkenntnis. Dann guckst du dir alle anderen Parteien an, und zwar die, die am meisten für den Frieden etwas tun wollen. Die kommen dann in Frage. Und damit du da kein falsches Kreuz machst, musst du dir natürlich die Mühe machen, auch die übrigen Parteien, die übrigen Programmpunkte anzugucken. Wenn du eine Partei gefunden hast, die sehr viel für den Frieden tun will und gleichzeitig Atomkraft fördert, wäre das zum Beispiel für mich nichts. Vielleicht wäre das was für dich, für mich nicht. Also da musst du dann die anderen Programmpunkte auch angucken. Und wenn die mit dir übereinstimmen, mit deinen Vorstellungen, dann wählst du die und hast etwas für den Frieden in 2017 getan und was sehr entscheidend ist. So einfach ist das. Ach, so einfach ist das, ja. Ich habe ja ähnlich gedacht und als ich noch ganz jung war und so, da haben sich die Grünen formiert und das war eine Friedenspartei, Umweltschutz. Und da habe ich gesagt, super, die Grünen. Und dann irgendwann sind sie tatsächlich an die Macht gekommen. Und habe gesagt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kommt Frieden. Und das Erste, was sie gemacht haben, haben einen völkerrechtswidrigen Krieg im Kosovo angefangen. Also auch da, ich habe einfach Probleme, irgendjemanden zu wählen, weil er irgendwas sagt, was hinterher nicht eingehalten wird. Kann ich nur beipflichten. Also da stimme ich dir absolut 100% zu. Hab gestern eine Sendung gesehen. Kennt ihr noch Klaus von Donani? Der war doch mal Bürgermeister hier in Hamburg auch. Ja. Und der hatte sich einfach mal ganz frei in so einer Talkshow reingesetzt. Ne? Und der hat dann auch ganz klar gesagt, dass verschiedene Kriege, die waren einfach schlichtweg rechtswidrig. Also kurzum, ohne das jetzt zu diskutieren, wer jetzt was für eine Rolle gespielt hat. Nur wenn wir wissen, dass unser Steuergeld, wie du schon eben schön begründet hast, dann noch dafür eingesetzt werden für diese Kriege und wir wiederum im Glauben gelassen werden mit unserer Stimmabgabe, wählen wir etwas, was uns als Menschen so im Leben vertritt. Ne? Und jetzt möchte ich meine Frage auch in die Runde stellen. Welche Partei hat sich denn mal für die Menschenrechte eingesetzt? Einfach mal ganz formell für die Menschenrechte, für das Leben an sich, dass es die Tiere gut geht und auch der Natur ein bisschen besser geht und solche Dinge. Ja, Lippenbekenntnisse gab es da ganz viele von ganz vielen Parteien. Also da, wo du das auch gerade sagst, es gab ja auch mal unseren Schröder, ne, den ich einmal fand ich ihn ganz toll, als er irgendwie im Irakkrieg nicht mitmachen wollte.
Aber dann hat er dann halt zusammen mit den Grünen diesen Kosovo-Krieg gemacht. Und der Hammer war dann, viele Jahre später gab es dann ein Interview mit unserem Freund Joffe, Herausgeber der Zeit, glaube ich. Und da hat er gesagt, da ging es dann so um diese Putin-Frage, um Krim und es wäre doch alles völkerrechtswidrig. Und Schröder sagte dann, ja, ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtig, weil ich habe ja selbst schon mal das Völkerrecht gebrochen. Das sagt unser ehemaliger Bundeskanzler. Der sagt, ich habe das Völkerrecht gebrochen, weil ich einen souveränen Staat, nämlich Jugoslawien, angegriffen habe. Das sagt er so ins Mikrofon und geht nach Hause. Und das hat überhaupt gar keine Konsequenzen. Also Rechtsstaat, wo ist der? Wie kann das an, wenn ich jetzt sage, ich habe übrigens so wie letzte Woche eine Bank überfallen und dann gehe ich nach Hause, aber da wartet schon das SEK auf mich. Aber so ein Bundeskanzler, der kann das Völkerrecht brechen, kann es zugeben und geht nach Hause, freut sich das Leben. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen, wie heißt das? Ach, da ist ein, sorry, alles klar, ja. Kannst du mir helfen und kannst mir sagen, warum ich wählen soll? Ich hätte gerne ja mal irgendwie Du musst doch zur Wahl gehen. Kann doch nicht sein, du kannst doch nicht deine Stimme behalten. Du musst deine Stimme abgeben. Denn wenn du deine Stimme behältst, dann kannst du zum Beispiel hier im öffentlichen Raum auftreten. Aber wenn du deine Stimme abgibst an deinen Abgeordneten, dann spricht der doch für dich. Dann hast du das doch nicht mehr nötig, hier zu erscheinen, um hier etwas zu sagen. Naja, ich könnte ja schon theoretisch mein Kreuzchen machen und trotzdem hier wieder jede Woche auflaufen. Ja, aber dann hast du doch deine Stimme abgegeben und wenn du deine Stimme abgegeben hast, dann hast du da auch keine Stimme mehr, um hier zu reden. Das ist doch klar, ne? Deshalb. Ach, du meinst, deswegen reden hier so viele Leute, ja, weil die Leute alle mündig sind und nicht ihre Stimme abgeben und eben ihre Stimme behalten und sich hier hinstellen und sagen, so möchten wir das nicht. Ja, aber wenn das aber so ist, dann muss das ja auch irgendwelche Vorteile haben. Deswegen würde ich gerne, dass die Leute mal vortreten, die wählen und mir irgendwie das verklickern, warum das wichtig ist und was es letztendlich bringt. Das ist ja die Frage. Was bringt wählen? Ich hab, wie gesagt, eine ganze Menge Erfahrung schon mit Wählen. Ich war ganz schön oft in dieser Kabine und dann habe ich immer so gehofft, wer wird es? Und dann, manchmal habe ich mich gefreut, aber dann wurde genau das Gegenteil von dem gemacht, was gesagt wurde. Gutes Beispiel ist schon, war diese Mehrwertsteuererhöhung. Ne? Die CDU sagte, mit uns keine Mehrwertsteuererhöhung. Und die SPD sagte, ja, wir wollen 1% die Mehrwertsteuer erhöhen. Und dann haben die einen Kompromiss gemacht und das waren dann 3%. Also kann mir wirklich kein, ich werde das glaube ich jetzt jede Woche machen. Irgendwann muss mal jemand kommen und mir, weil im September ist Wahl und ich möchte ja auch nicht doof bleiben, irgendwie erklärt mir mal jemand, warum mich wählen soll. Alle, die hier kommen, sagen, ja, du hast recht, du brauchst nicht deine Stimme abgeben, aber Millionen von Fliegen können nicht irren. Also da viele wählen, ja, also helft mir. Ich werde dir mal was geben zum Nachdenken. Pass mal auf. Frau Merkel hat einen Autounfall, ist gestorben. Kommt in den Himmel. Fake News. Da oben steht der liebe Gott und der Teufel. Und die sagen, liebe Mutti Merkel, wo möchtest du denn hin? Möchtest du denn in die Hölle oder möchtest du in den Himmel? Ja, sag sie, ich weiß nicht so genau. Kann ich mir nicht erstmal das anschauen und dann entscheiden? Ja, sagen die, gar kein Problem. Wo möchtest du denn zuerst hin? Ach, erst gehe ich mal in die Hölle. Sie geht in die Hölle, da wird gefeiert, da werden tolle Feste veranstaltet, da ist alles Halligalli. Sagt sie, gut, das gefällt mir ganz gut. Jetzt lass mich mal in den Himmel gucken. Sie schaut in den Himmel, dort sitzen die Englein auf den Wolken und spielen mit der Harfe. Ist auch alles sehr schön. Und dann kommt sie wieder zu dem lieben Gott und zu dem Teufel und dann fragen die, na, wie hast du dich nur entschieden? Ach, sagt sie, war ja beides nicht schlecht. Aber in der Hölle war ja mehr los als im Himmel. Also entscheide ich mich mal für die Hölle. Gesagt, getan, Mutti Merkel kommt an in der Wüste, muss dort Papier sammeln, muss dort haken. Da sagt sie, aber gestern war doch hier große Feste und große Veranstaltungen und heute? Ja, sagen die anderen, gestern war vor der Wahl und heute ist nach der Wahl. Trotzdem ein kleiner Einwand zu deiner Rede. Das klingt zwar sehr schön, du hast deine Stimme abgegeben und jetzt hast du keine mehr. Jetzt bist du noch hilfloser als vorher. Aber das stimmt mit der Realität überhaupt nicht überein. Wir leben in einem System,
indem wir selber entscheiden, was wir wollen, und zwar durch unsere Volksvertreter. Wir müssen wählen. Die gibt's doch gar nicht. Natürlich gibt es Volksvertreter. Welcher davon in Ordnung ist oder welcher nicht, das musst du halt selber rausfinden. So einfach ist das. Du kannst nicht jedem glauben. Wenn du glaubst, Volksvertreter vertreten das Volk, dann glaubst du auch Zitronenfalter falten Zitronen. Also, ich möchte gerne sagen, als erstes Mal finde ich es großartig, dass ich eine Wahl habe. Und das bringt mich in Verantwortung, mir selbst gegenüber und unserer Gesellschaft, unserer deutschen Gesellschaft. Gut, das rettet mich nicht, was kann ich wählen, weil ich auch die Problematik habe, ich müsste alle Parteiprogramme lesen, um zu merken, wie. Habe ich doch die Idee, wir könnten, das geht ja, einen Vertreter wählen, indem wir einfach 200 Stimmen sammeln würden. Und das wäre ein Direktkandidat, den man über unseren Landkreis in diese Bundestagswahl mit hineinbringen könnte. Ich meine, es ist ein Anfang, es ist eine Idee. So, und deswegen habe ich auch vor, nächste Woche hier zu stehen mit einer Liste und 200 Stimmen zu sammeln, weil das kann man noch beim Bundeswahlleiter einreichen für diese Bundestagswahl. 200 Stimmen, Leute. Hamburg, das schaffen wir doch. Aber müsstest du nicht vorher dann mal erklären, irgendwie, kannst du nicht mit so einer Liste kommen und unterschreiben? Ich weiß ja gar nicht, wer das ist und was der vorhat. Also vorher muss man doch irgendwie, ich meine, das ist ja auch mit diesem Parteiprogramm und das ist das, was ich halt sagte. Da wird immer viel erzählt irgendwie vor der Wahl und da war das der Witz von Egon ja auch so ein bisschen ein Beispiel für. Ja. Und das deckt sich leider auch mit meinen Erfahrungen, wie gesagt, irgendwie in meinem Alter, ich habe schon eine ganze Menge Kreuze gemacht und ich bin jedes Mal enttäuscht worden. Aber dieses System mit einem freien Wähler finde ich interessanter, aber ich denke, das sollte man noch ein bisschen genauer konkretisieren. Ja. Was bedeutet das eigentlich? Was ist ein Unterschied zu einer Partei? Ja. Inwieweit? Denn letztendlich ist es ja so, denn die Leute, die gewählt werden, können ja im Grunde genommen alles machen, ohne dafür in Verantwortung gezogen zu werden. Gut. Das sieht man in dem Beispiel Schröder, ne? So. Ja, gut. Absolut stimmig. Es muss natürlich eine Idee geben, für die er eintritt. Reduzieren wir es doch. Nehmen wir eine Idee, nehmen wir meine Idee, ein neutrales Deutschland, das aus der NATO austritt. Wenn man sagt, okay, wegen der Folge, Wirkung, die es haben kann, einfach dieses Programm ist genau jenes. Und 200 Stimmen für den Vertreter, der da dann mitsitzt, ist ein Anfang. Und 200 Stimmen, da hat man dann schon Chancen für... Nein, dann kann man ihn aufstellen auf die Landesliste und erst dann... müsste das in die Wahl hineintreten, ja. Aber damit hat man die Berechtigung, sich aufstellen zu lassen. Wer möchte das machen? Das Wahlgesetz ist noch korrigiert. Ja. Das Wahlgesetz ist noch gar nicht korrigiert worden. Ja. Wir haben doch nun mal den Umstand, ne? Wenn Wahlen etwas ändern würden, dann wären sie schon lange verboten. Warum gibt es dann noch Wahlen? Weil die sowieso nichts ändern. Denn es ist dann nur einmal Fakt, diejenigen, die hier im Staat das Sagen haben, die sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt sind, die haben leider nichts zu sagen. Und was soll sich denn da ändern? Da kann sich nichts ändern. Also müssen wir uns nach Alternativen umschauen. Ne, denn dieses Wahlsystem hat sich überholt und fast nicht mehr, geht nicht. Trifft für uns nicht mehr zu. Ganz einfach. Diese Art Politik, die wir hier vorfinden, ist eine andere Form des Krieges. Deshalb, und beim Krieg wisst ihr ja, ganz klar, fehlen Gliedmaßen, Körperteile. Und wenn wir jetzt bei den Zahnärzten schauen und bei den Ärzten überhaupt allgemein, dann sehen wir geschädigte, lebendige Wesen. Der Tierarzt weiß mehr als dieser weiße Schulmediziner. Dass der Tierarzt weiß, dass Säugetiere, wenn sie abgesäugt sind, Nierenschaden bekommen, wenn sie zu viel Milch bekommen. Gib den Hunden und den Katzen bitte keine Milch, wenn sie abgesäugt sind. Sie kriegen Nierenschaden. Ach, sind hier Nierentransplantationen? Sind hier... Was? Wahlen. Genau, achso, wir bleiben bei den Wahlen. Genau. Wir haben nur eine Wahl.
Wir haben nur eine Wahl. Diese Art Politik ist der Politik ist die Fortführung des Krieges mit anderen Mitteln. Wir haben nur eine Wahl und die ist lebensbejahend und lebensverneint. Das schöpferische Gesetz, das ultimative, universale Gesetz ist, Ausgrenzen schafft Gewalt. Das sollte in der Politik an oberster Stelle stehen. Und das war's. Danke. Ja, ich wollte nochmal zu Micha was sagen, zu den Wahlen, was jetzt also der Vorteil davon ist. Und der Vorteil ist doch, der liegt doch eigentlich auf der Hand. Also wenn ich meine Stimme abgebe an eine Partei und an Abgeordnete, dann ist doch der große Vorteil, dass, ja, wie soll ich das denn jetzt sagen, dass ich mir keine eigene Meinung zu bilden brauche. Und wenn ich das schon tue, dann kann ich halt, dann habe ich den Schutz der Partei und der Wahl, dass ich jetzt bestimmte, ich exponiere mich nicht, ich setze mich nicht mit meiner Meinung der Allgemeinheit so sehr aus, sondern ich habe die Sicherheit, dass ich mit einer eigene Meinung nicht zu haben muss. Vielen Dank fürs Nicht-Stören, das ist sehr höflich. Ja. Ich versuche auch, mich absichtlich schlecht zu äußern. Tut mir leid. Ja, ihr habt das erkannt, ihr seid so gute Leute. Also ich habe den Schutz, mich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ne? Ich habe den Schutz, dass ich nicht Angriffen ausgesetzt bin für meine eigene Meinung, sondern kann mich an der Kollektivmeinung anschließen und habe dann einfach den Schutz des Kollektivs. Das ist ein großer Vorteil beim Wählen. Ich wollte dich nicht unhöflich unterbrechen. Nur Wahl setzt ja auch gewisse Dinge voraus, grundsätzlich. Stimme abgeben, ich habe gewählt. Das ist die Frage. Wenn das Wahlgesetz ist vom Bundesverfassungsgericht 2012, wurde im Juli gerügt. Warum macht ein Bundesverfassungsgericht eine Rüge? Weil es halt fehlerhaft ist. So, bevor wir uns nicht darum kümmern, egal zu welcher Partei du deine Gefühle jetzt im Ausdruck hier bringen wolltest, gilt es doch erstmal das Recht zu ordnen, die Grundsätzlichkeit für eine Wahl. Ne, wenn Unstimmigkeiten geben, was ist Stimme abgeben in einer Urne? Gut, der eine sagt, das ist verschachtelt. Gut, der hat sogar recht. So, wer wählt denn hier im Land? So, du musst grundsätzlich auch selbst was nachweisen. Zum Beispiel eine Staatsangehörigkeit, dann kannst du auch wählen, dann hast du ein Wahlrecht. Beschäftigt euch mit Staatsbürgerkunde und solchen Dingen, dann weißt du, was Stimme abgeben ist und gewählt. Nur in dem jetzigen Recht, das ist römisches Recht. Faktum, das Bundesverfassungsgericht hat gerügt. Wir müssen als Bevölkerung gucken, dass es gerade gerügt wird, unabhängig zu welcher Partei ich stehe. Danke.